Dass die Vagina nicht mehr oder nicht mehr so schnell feucht wird in den Wechseljahren. Das kennen viele Frauen. Und auch ich kann ein Lied davon singen. Mich hat diese Veränderung aus meiner sexuellen Komfortzone katapultiert. Und mein Partner und ich, ja, wir mussten ganz neue Wege finden, damit wir Sexualität wieder genießen konnten. Mein Name ist Ilona Tamasch. Als Coach für Weiblichkeit und Sexualität begleite ich Frauen, die ihrem Leben mehr Sinnlichkeit, Erotik und weiblichen Flow schenken möchten. So, und wie kommt es eigentlich zum Phänomen Scheidentrockenheit? Wenn in der Menopause der Östrogenspiegel sinkt, dann wird auch die Haut in der Vagina dünner und auch die Aktivität der Drüsen lässt nach. Es gibt Drüsen, die diese Flüssigkeit produzieren am Scheideneingang an der Vagina. Und die sorgen normalerweise für ausreichend Feuchtigkeit. Und mit Scheidentrockenheit in den Wechseljahren wird eben nicht mehr so viel Flüssigkeit produziert von den Drüsen. Und bei vielen Frauen führt das dann plötzlich zu Schmerzen in der Vagina beim Sex oder sie spüren ein Jucken oder ein Brennen. Und wie kannst du den Sex genießen, auch wenn deine Vagina trockener ist? Darüber spreche ich heute und habe 6 Tipps für dich, wie du Sexualität genießen kannst, trotz Scheidentrockenheit. Der erste Tipp: Benutze Gleitgele oder Cremes. Gleitgele und Cremes, die verbessern die Gleitfähigkeit. Achte bei der Auswahl darauf, dass sie keine Konservierungs- oder Duftstoffe enthalten, denn die könnten die sensible Haut deiner Vagina, die ja trockener ist, nochmal zusätzlich reizen. Wenn du schaust auf die Inhaltsstoffe, es gibt Gleitgele auf Wasserbasis, die sind oft gut verträglich. Es gibt auch Gleitgele auf Silikonbasis, die sind eigentlich länger gleitfähig, die vertragen sich aber nicht mit Latexkondomen. Und in der Apotheke natürlich, auch dort gibt es spezielle Gleitmittel bei Scheidentrockenheit. Also wenn du der Apothekerin, dem Apotheker sagst, ich bin in den Wechseljahren, das fühlt sich in der Vagina trockener an, dann wissen die schon Bescheid. Mein Tipp Nummer 2. Lebe deine Sexualität selbstbestimmt und selbstbewusst. Natürlich nicht nur in den Wechseljahren, immer, aber in den Wechseljahren ist es wichtiger denn je, dass du deine Grenzen kennst und sie auch achtest. Und ja, die Wechseljahre, die können etliche körperliche Herausforderungen für dich bereithalten, aber sie bieten auch die Chance, dass du den Dingen eine neue Richtung gibst. Gerade auch in Beziehungen, in Partnerschaft und auch in deiner Sexualität. Also ja, Scheidentrockenheit, das mag eine Herausforderung sein und kann gleichzeitig der Anlass sein, um neue Wege zu gehen, auch in deinem Liebesleben. Ja, also selbstbestimmt und selbstbewusst mag das Liebesleben gelebt sein und vor allem nach deinen eigenen Bedürfnissen. Mein Tipp Nummer 3. In deine Vagina kommt erst etwas hinein, wenn du offen dafür bist. Ja, früher, klar, kenne ich, habe ich auch das eine oder andere Mal das irgendwie so zur Seite gewischt, dass ich eigentlich noch gar nicht bereit war für Penetration durch den Penis. Ja, es tat ja auch nicht weh, solange genug Feuchtigkeit da war. Und dann irgendwie schwupps, zack, ja, war der Penis auch schon drin. Wenn ich jetzt aber mit Scheidentrockenheit Schmerzen dabei habe oder wenn das brennt, dann kann ich das nicht mehr übersehen, dass ich eigentlich noch nicht offen bin für Penetration. Ja, und da geht es eben darum, herauszufinden, was braucht es denn, damit ich mich öffnen kann. Also Zeit ist manchmal so ein Faktor. Und natürlich ganz offen das auch ansprechen mit dem Partner, der Partnerin, zu sagen, ich bin noch nicht so weit oder bitte nicht so schnell oder mir würde es jetzt gut tun, wenn du das oder das machst oder mich hier streichelst und dort streichelst. Ja, oder mir würde es gut tun, wenn du mich auf diese Art und Weise berührst, einfach damit ich noch mehr Lust bekomme. Und da sind wir auch schon beim Tipp Nummer 4. Reden ist Gold.
Rede darüber mit deinem Lieblingsmenschen, wie sich dein Körper in den Wechseljahren verändert und auch natürlich, welche Auswirkungen das für dich hat. Lasse die Person daran teilhaben, was dich beschäftigt, auch körperlich, denn wenn die anderen nichts davon wissen, dann wird auch nicht auf dich eingegangen. Ja, also sprich darüber, was dir wichtig ist, wie du Sexualität erleben willst, was für dich dazugehören kann und was auch eher nicht dazugehört. Und einvernehmlich, wie kann es so einvernehmlich für beide sein, dass beide Freude daran haben? Ja. Und irgendwie ist das ja auch ganz normal, dass Dinge sich verändern über die Jahre. Bedürfnisse verändern sich, der Körper verändert sich. Und die Sexualität muss sich dann irgendwie auch mit verändern. Und vielleicht sind die Wechseljahre ja genau die Gelegenheit, das neu miteinander herauszufinden, wie Sexualität für beide Spaß macht und Freude bringt. Mein Tipp Nummer 5: Du kannst sexuell aktiv sein, ganz ohne Penetration. Und vielleicht gehört dazu, mal die Konzepte loszulassen, wie Sexualität zu sein hat. Ja, und auch den Druck rauszunehmen, dass du nur mit Penetration zum Orgasmus kommen kannst. Vielleicht machst du eh eine ganz andere Erfahrung, dass die Penetration da immer oder gar nicht wirklich so hilfreich ist. Ja, und dann ist es so. Ja, und dieser Druck oder diese Ideen, wie Sexualität zu sein hat, die lässt ja dann oft auch Lust auf Sex gar nicht mehr aufkommen. So, wie wäre es also, den Weg als Ziel zu sehen? Ja, und nicht so sehr nur zu gucken, wo bitte geht's hier schnell, ganz schnell zum Höhepunkt. Der Weg als Ziel, ausgiebig kuscheln, sich streicheln, sich berühren, sich küssen, liebkosen. Ist mal eher so als Liebesspiel zu sehen. Ja, das beschreibt das ja ganz gut. Liebesspiel, da nimmt man sich viel Zeit für den Austausch von Zärtlichkeiten, viel Zeit für Berührung. Und je länger das Liebesspiel dauert, umso mehr Erregung, Lust und damit auch Feuchtigkeit kann sich in deiner Vagina entwickeln. Der Tipp Nummer 6 von mir, probiert mal Slow Sex. Denn wenn die Feuchtigkeit in der Vagina fehlt, ist es wirklich ja, also im Grunde höchste Zeit, auf den eigenen Körper zu achten. Ich war es ja auch gewohnt, ziemlich schnell feucht zu sein. Das hat sich in den Wechseljahren ganz, ganz stark verändert. Und wenn früher auch mal ein Quickie drin war, dann ging das jetzt einfach nicht mehr. Ja? Also meine Vagina war tatsächlich nicht aufnahmefähig. Es dauert sehr viel länger, bis ich feucht bin und die Zeit muss ich mir einfach nehmen. Deswegen probiert doch mal Slow Sex. Das Schnelle, das Ungestüme ist vielleicht tatsächlich nicht mehr angesagt. Mein Partner und ich, wir haben uns über Slow Sex informiert und haben tatsächlich neue und auch ganz andere Wege gefunden, die uns beiden gefallen. Es gibt viele Bücher über Slow Sex und du findest jede Menge Informationen. Ich verlinke auch noch ein Video dazu mit meinen besten Tipps für Slow Sex. Also, ein genussvolles Liebesleben, ja, das kann dir Entspannung schenken, Gelassenheit und Erholung vom Alltag. Gerade in den Wechseljahren hört sich eigentlich super an. Ja, und es ist auch super. Und das sind wirklich gute Gründe, auch in den Wechseljahren sexuell aktiv zu sein. Jetzt frage ich dich, bist du auch von Scheidentrockenheit betroffen? Und welche Wege hast du gefunden, um Sexualität wieder zu genießen? Schenk mir gerne einen Kommentar. Auf dein lustvolles Liebesleben. Tschüss, deine Ilona.